Auf jeden Fall ist da wieder unser Aaskriecher. Oder Grabkriecher heißen die hier. Die Turbo-Speed-Variante. Und da ist der zweite. So, das heißt, die Tür ist böse. Da hätten wir auch vorher drauf kommen können. Wir steppen einfach eine Tür irgendwo ins Nirvana. Achso, das waren die Zombies da oben. Beziehungsweise, warum sollte man eine Tür mitten ins Nirvana stellen? Ich meine, diese Tür ist witzlos. Ja, beinahe unter meiner Hallo. Würde. Nicht immer ihn krank machen. Böse Gute. Was wollt ihr lang? Und hier sehe ich doch wieder eine Geheimtür, garantiert. Noch mehr Heiltränke, ich glaub's nicht. Oh, immerhin hat noch Platz. Ja, ist cool. So. Dann kann sie ja gleich mal einschlürfen. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Ah, hier sieht es ziemlich schleimig aus. Ja, ich habe genug davon. Okay, Imoen, versuch mal die Tür aufzudecken. Okay, da kann sie stehen scheinbar. Eine offene Wunde im Antlitz von Mutter Erde. Komm, haben wir aufgemacht. Was? Euer Leben liegt in meiner Hand. Ich mach mal dieses KI wieder an. So. Wow. Da hat immerhin wohl gut was geschützt. So, dass es einfacher wird, waste mal Talisa einfach da rein. Nichts leichter als das. Ah, ich habe was vergessen. Und ja, raus da. Ich vergesse immer, dass das so schlecht wirkt bei ihr. Und hier ist nur ein Trank der Freiheit und ein Gegengift. Gut. Heil dich mal. Also dieser Ort ist sinnlos. Au, au, au. Ja. Und dann bleibt sie auch noch mitten in der Plauze stehen. Ja. Komm weg da. Gott. Was? Gut. Das und das hätte ich gerne. Ja, trink mal einen von denen. Der geht dann Minsk. Sind ich so, als aber schon genug hätte. So, du trinkst noch mal einen. Khalid kann auch einen trinken. So, dann sind wir die Tränke wenigstens los. Wenn niemand besser geeignet ist. Und Khalid kann sich den gar nicht schnappen, okay. Ja, beinahe unter meiner Würde. So, das klingt furchtbar. Trank der Feuerriesenstärke. Hast du schon zwei Stück, dann kriegst du jetzt einen dritten. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. So, okay. Hier oben ist auch wieder nur ein leerer Raum. Hier wären Pfeile und Kugeln und du brauchst Kugeln.
Mich kümmert's nicht, denn ich verschwinde jetzt. Also schnappt sich Imo ein. Nichts leichter als das. Hier lang. Hier wenigstens mal die Pfeile. Ach, und die Kugeln können sie auch haben. Feuerpfeile. So. Und Kugeln. Für dich. Ja? Gut. Beinahe unter meiner Würde. Hier ist wieder eine unsichtbare Wand irgendwo. Genau, eine Fake-Wand. Für die Gefallenen! Und Zombies. Oder Ghule, besser gesagt. Ghule, die Geld trocken. Und da ist noch so eine Blubberpfütze. Langsam sind es ein paar viele Frost, diese Stärkengetränke. Ja, Dulac hatte auf jeden Fall Humor. Er lässt in einer komischen grünen Sapsche einen Haufen Tränke und so zurück. Wo lang als nächstes? Oben lang wahrscheinlich. Da ist, sieht nämlich fast schon nach einer Sackgasse aus. Hier ist etwas Geld und ein Dolch drin. Jo, hier oben ist... Nee, nicht ganz in dem Gelände. Hier ist wieder ein Geheimweg. Genau. Ihr habt gerufen? Weißt du was? Was wollen wir? Was? Seine ist gar kein... Seine ist ein normaler Ghoul, oder? Nein, das ist ein düster Schrecken. Deswegen war der so langsam. Und das war nur auch ein düster Schrecken, ne? Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Na, das wird wieder wehtun. Ja. Und das klingt richtig nervig. Das Leben läuft über die grüne Sapsche. So. Hügelriesenstärketrank. Na gut, den Stärketrank kannst du dann benutzen, wenn wir gegen den... Was wollen wir? Gut. Boss da kämpfen, den Todesritter oder was, ein Dämonenritter. Das Thema haben wir nachher übrigens auch noch gleich mal. Was? Nichts leichter. Kurz bevor wir gegen ihn kämpfen. Jeder Ecke. Man muss aufpassen, wo hier man tritt. Also wir treten jetzt gleich auf einen großen Ghoul. So. Und hier ist auch nichts. Okay. Wäre das geklärt. Etwas Unnatürliches geht hier vor und ich möchte nicht daran teilhaben. War das der einzige Weg? Ja, das war der einzige Weg. Hier geht es nämlich direkt durch die grüne Sapsche. Ja? Ja. Und mal wieder ein Quicksave machen, fällt mir gerade so ein. Gut. Gucken wir es mal da rein. Noch ein Frostriesenstärketrank. Was wollt ihr? Hey, und hier sind wir irgendwie sicher. Ja, und den Monsterbeirufungsstab, den lasse ich da liegen. Okay. Großer Ghoul.
Den kriegt sie hoffentlich alleine hin. Ne? Benutzt mal den da. Ja, das hat wehgetan. Okay, da ist noch ein Ding. Au. Da ist Zeug drin, aber an das kommen wir jetzt leider so nicht dran. Okay, Khalid. Du verteilst mal Speed-Tränke. Nein. Dass mir der ganze Rest folgen kann. Ihr braucht meine Hilfe? Man kann es ja mal versuchen. So. Hierher nämlich. Was? Was wollt ihr? Hier lang. Dann gehst du mal kurz imoin. Du sagst die Sachen alle ein. Trank der Feuerriesenstärke haben wir jetzt noch ein Heiltränkchen. So, und so einen Feuerballstab, den wir gerade nicht identifizieren können, von dem wir aber sowieso schon zu viele haben. Mhm. Ja, nichts leichter als das. Und jede Menge Arschgekrieche. Und entsprechender Ghoul. Ui. Ihr seid also an diesen verdammten Ort gelangt. Dummköpfe, die ihr seid und zum Scheitern verurteilt, obendrein. Dummköpfe, die ihr seid, okay. Wir kommen bei den Verdammten, ihr werdet hier bleiben, jawohl, das werdet ihr. Ich bewache den verwitterten Körper von diesem Dummkopf Dunat, weil... Naja, hier gibt es nichts viel anderes zu tun. Das klingt ja sehr optimistisch und gar nicht sarkastisch. Zurück, elende Kreatur. Euer übles Gift soll mich nicht anstecken. So versnobbt sind wir jetzt auch wieder nicht. Vor allem, er spricht mit uns. Er scheint uns noch was sagen zu können vielleicht. Und wie mögt ihr sein? Wie mögt ihr dann wohl sein? Antwortet mit Bedacht, denn es werden eure letzten Worte sein. Und was für eine Art Bestie seid ihr? Sprecht, arme Kreatur. Arme Kreatur? Arme Kreatur? Ich brauche kein verdammtes Mitleid. Dieser Ort ist ein ewiges Grab für Opfer längst vergessener Schlachten. Und ihr zeigt Mitleid? Selbst unverdreht würde ich lachen, doch nun hasse ich sogar. Ihr, der ihr hier geht, wie ich es tat, ihr werdet fallen, wie auch ich fiel. Durch einen ebenso unvorstellbaren Feind. Der einzige Unterschied wird sein, dass Dunat nicht hier sein wird, um den Sieg für sich zu beanspruchen. Auch wir haben gegen den Dämon gekämpft. Auch wir. Die Legende kennt jedoch nur ihn, nicht die untoten Mitkämpfer. Okay, warst du vorher auch schon untot? Nein, ja, wirklich eine interessante Geschichte. Aber ich glaube, ich sollte jetzt lieber gehen. Spart eure Jammer für Baden und Gelehrte auf, denn mich berührt es nicht. Ich überlasse euch eure Hilflosigkeit, wenn es das ist, was ihr wollt. Euer erbärmliches Schicksal ist schrecklich. Gibt es nicht irgendetwas, was ich tun kann, bevor ich gehe? Ewiger Tod ist euer Leiden. Da kann euch geholfen werden. Ich werde euer armes Leben beenden und das Leid eurer Seele nehmen. Ein unvorstellbarer Feind? Wovon sprecht ihr? Ein so mächtiges und großes Übel, dass es nur Dummköpfe verfolgen und bekämpfen. Ein wirklicher und furchterregender Tanari. Also ein Tanari ist eine Art Dämon. Manche behaupten, Tanari wäre das Wort für Dämon, aber es gibt noch ein paar andere Arten von Dämonen. Zum Beispiel Lolf, die Göttin, die Dunkelelfen anbeten, ist nicht direkt ein Tanari. Tanari sind eher groß und wollen töten. Seinen Namen nehmt nicht in den Mund, es sei denn, ihr wollt seine Aufmerksamkeit auf euch lenken. Er schreibt schon seit langer Zeit sein Unwesen, schon lange vor dem Fall des Turms. Wir kämpfen zusammen mit Dunat, um das Böse einzuschließen. Sein Streich war erfolgreich, unsere Seelen waren verloren. Hier müssen wir bleiben, ihn nicht zu erlösendes Übel verwandeln, dennoch helden und nicht töten. Eine grausame Barmherzigkeit. Dunat wurde Legende und uns bemitleidet man. Nehmt euch in Acht vor dem starren Blick, er ist nicht starr und leer, sondern ein Blick in eure eigene Seele. Okay, vor was warnt er uns da bitte?